The Evil Within, Folge, weiß ich nicht, habe ich vergessen? Es geht weiter. Wir sind auf dem Weg zur großen Festung. Da schießt einer. Oh, falscher Knopf. Wie ducke ich mich denn nochmal? Achso. Verdammte Scheiße, wer schießt denn hier? Ach du Scheiße. Verdammte Kacke. Wer verdammt nochmal schießt hier? Jetzt kommt bestimmt. Ich muss einen anderen Weg finden. Oder auch nicht. Oh. Nein. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Oh. Alter, Zombies mit Molotow-Cocktails. Das sieht nicht gut aus. Wieder eine? Könntest du dich ein wenig beeilen, Joseph? Es wird nämlich ziemlich heiß gerade. Geht aber nicht ins Auge. Hallo! Ich guck grad vom Optiker! Auf mit dem Scheißding! Genau, mach auf! Das braucht ein bisschen Zeit. Ja, das war ja sowas. Das war ja sowas von klar. Wie die Kloßbrühe. Alter! Alter, ich hab die falsche Taste gedrückt. Lass mich sterben, Omi! Oh. Das war sehr instant. Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Oh, ein bisschen Haargel. Halt sie von mir fern. Geh weg. Geh weg. Alter. Kommt auch noch so ein Fetter. Brenn du Sau. Alter, geh weg. Weg hier. Ja, ich hab's weg hier. Ich bin tot. Ja, weil die Omi jetzt auf mich eingestochen hat, bin ich tot. Na toll. Halt sie von mir fern, Alter, wie viele kommen denn da? Alter, das gibt's doch gar nicht. Naja, wissen wir auf jeden Fall, dass, ja, ist auf jeden Fall ja, wie nennt man das denn? Das ist ein rundenbasierter Kampf, kann man das auch nennen. Haha. Was? Ich kann das Fass treten? Wie geil ist das denn? Na toll, jetzt geht das Fass auch noch weg. Hallo, ich will die anzünden. Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Halt sie von mir fern. Du bist ja ein Schiff. Ey, da kommt ein Dicker. Hallo. Nein! Alter. Die stürmen. Ja, da, ihr Bastard. Da!
weiter! Alter, wie sieht der denn aus? Der braucht mal... Der braucht definitiv mal eine Gehirnoperation. Oder eine Gesichtsoperation. Alter, wie sah der denn aus? Ich nehme noch die Gehirnsuppe mit, ja? Wenn's geht. Alter, wie sah der denn aus? Der hatte mal voll die Axt in der Birne. Ein bisschen Medic. Wow. Wo lang? Oh nee, oder? Alter, guck mal die Nonne. Alter, guck dir die Nonne an. Guck mal, wie die auf mich einrischt, die Nonne. Alter, guck sie dir an. Na, war ich auch schön brav dieses Jahr? Nonne. Nonne schön gegrillt. Ich übernehme die Falle. Oh. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Wow. Alter, wer ist er denn? Au. Alter, wie viele sind denn das? Na toll, das hat ja mal... Munition alle! Alter, gehen alle sterben! Alter! Oh, der war... Alter! Wie geil ist das denn? Alter, ich brauche unbedingt Medic und Munition. Ich hab nichts mehr gleich. Sebastian, los jetzt. Alter, wie cool war der denn? Der war ja wohl mal richtig geil. Alter, war ein Stress. Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Gott, dieser Stress. So, jetzt werde ich erstmal hier ein paar Utensilien einsammeln. Alter, ein Scharfschützengewehr. Ich werde bekloppt. Alter, ein Scharfschützengewehr. Die seltsame aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Boah, was ein Stress. Das gibt's gar nicht, was für ein Stress wir jetzt in der Folge hatten. Ich werde, bevor ich jetzt zu dem Turm da gehe, weil da werden wahrscheinlich noch etliche auf uns warten, werde ich nochmal unsere Friseuse besuchen. Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Was? Unsere Friseuse? So, was eigentlich mit der Karte? Können wir eigentlich da irgendwas machen? Nö. Auf jeden Fall ist hier schon mal Licht an. Das ist schon mal super. So, jetzt können wir nochmal kurz auf die Bilder gucken. Was war denn das mit der Ruine? Ach, das war das dritte Bild. 1, 2, 3. Das mit der Burg war das letzte. Und mit dem Loch war das allerletzte. Oh Gott. Mit dem Loch. Ah je. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch einen Schlüssel haben. Ich werde mal... Ach komm, nehmen wir hier unten die Ecke hier unten einfach mal. Probieren wir mal aus. Ja, Haargel, jawohl. Können wir gut gebrauchen? Ja, nimm's doch auf. Alter, schon wieder 5000. Wie cool ist das denn? Entschuldigung. Müssen wir auf jeden Fall die Augen aufhalten nach weiteren Statuetten oder Statuen, die wir sammeln können. So, jetzt will ich erstmal speichern. Oder haben wir... Nee, ich gehe jetzt erst auf den Stuhl. Auf den, genau. Auf den Friseusenstuhl. So. Friseuse! Bastian, neue Frisur!
So. Was war denn sehr, sehr knapp? Auf jeden Fall war sehr, sehr knapp unsere Munition. Erhöht die Menge, die mitgetragen werden kann. Aber wie sieht es denn aus? Können wir denn hier auch Munition eigentlich kaufen? Nee. Aber wir könnten das Gewehr schon verbessern, wenn wir wollten. Können wir echt keine Munition kaufen hier? Doch, Kaliber. Erhöht die Menge der Handfeuermunition, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Achso, das ist nur die, die mitgeführt werden kann. Aber du kannst da nichts kaufen. Du scheinst da zu stehen, glaube ich mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Was machen wir denn mit unseren 6000? Ich würde gerne schon das Gewehr aufrüsten. Schadensmultiplikator. Machen wir mal den kritischen Schaden. Alter, die nächste Stufe kostet schon 3000. Die Nachladegeschwindigkeit. Alter, 4000 Schadensmultiplikator von 100 auf 120 machen wir mal. Dann haben wir schon mal... Ich kriege immer noch keine Lebensgesundheit jetzt hier, wenn ich auf dem Stuhl sitze, so wie andere Let's Player. Das ist aber sehr merkwürdig. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt hier hinten nochmal schauen eben. Vielleicht ist ja hier was. Vielleicht ist ja da auch wieder die Treppe. Ich glaube zwar nicht, aber naja. War die Tasse schon vorhin hier am Stehen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon. Auf jeden Fall sind ja auch weniger Zeichen an der Wand. Aber da hinten ist kein Gang irgendwie. Gut, dann... Wie kann der denn nochmal rennen? Achso. Werde ich mal speichern. Ganz fix. Ja, ich möchte überschreiben. Na? Na? Komisch, dass er auch nicht da geschlagen hat bei den inneren Tiefen. Wo wir eigentlich letztes Mal aufgehört haben. Das war nämlich hier, kann ich mich entsinnen. Also bei der vorigen Folge. Naja. Gut, ja, dann gehen wir mal weiter. Und hoffen das Beste für Basti. Hagel wäre echt super, wenn wir genug noch finden können. Da können wir uns noch besser aufrüsten. Ich habe sogar gesehen, dass es angeblich eine... Oder nicht angeblich, sondern ich habe gesehen, dass es eine Trophäe gibt, wo man das Spiel durchspielen muss, ohne sich zu verbessern. Das könnte voll mit denen sein. Oh nein. Nein. Aber der hat uns noch nicht gesehen, ne? Alter, der hat auch eine Qualenarmbrust, kann das sein? Wir haben keine einzige Munition. Wir haben zwei Kugeln noch. Alter. Der hat noch so eine scheiß Maske auf. Der ist so ein ganz intelligenter Zombie. Ich werde den mal erledigen jetzt gleich. Komm, dreh dich um. Sei ein lieber Zombie. Sei ein lieber Zombie. Sei ein lieber Zombie. Sei ein lieber Zombie. Was machst du denn? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Mich lieber sterben sehen, weil das war total... Ich habe gedacht, wir müssen Dreieck drücken, aber dem war ja nicht so. Naja. Können wir jetzt nochmal ausprobieren, nochmal jetzt versuchen, vielleicht es zu schaffen. Alter, diese Ladebildschirme sind aber auch mal geil. So. Auf dem Stuhl war er schon, ne? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Was haben wir denn? Haben wir denn für das Gewehr Munition? Haben wir? Ich werde es mal eben auf die Schnellwahltaste legen. Wir haben zwei Spritzen. Sehr schön. Zwei Spritzen. Das Gewehr hat keine... Doch, fünf Schuss hat's. Okay. So. Dann probieren wir das Ganze nochmal neu aus. Joseph aber auch guckt, ne? Mach die Lampe aus, Alter. Mach die scheiß Lampe aus. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. So, also wir wissen. X drücken, Reflex. X drücken.
Da diese Masken sind aber auch verdammt eklig, finde ich. Ah je, da oben sitzt auch einer. Den sehe ich ja jetzt erstmal. Wo ist Joseph? Ach da. Okay. Hallo. Da unten ist eine Falle, sehe ich gerade. Ich kann den nicht anzünden, scheiße. Wir haben gar keine... Verdammte Axt, Alter, was ist denn hier los? Wo sind wir überhaupt hier? Sieht aus wie so eine alte Werkshalle. Oh nein! Ich hätte noch lauter die Tür aufgemacht, Basti. Du bist ja ein Held. Er klopft jetzt erstmal. Kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Der kann nicht wissen, wo wir sind. Wach dich. Wach dich. Wach dich, Spiel. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich schön um. Genau, dreh dich schön um. Wunderbar. Gut, dass der andere nicht gekommen ist, der da noch hinter der Tür war. Oh, der hat eine Axt dabei. Ich mach mal einen großen Bogen um die, man weiß ja nie. Ich mach einen großen Bogen um die, man weiß ja nie. Lalala. Mach leise auf. Wo ist der eine, der hier war? Verdammte Axt. Wo ist der hin? Ich glaube, der ist oben. Kann das sein? Oder unten? Oh, da ist eine Mine. Oh, oh. Ich glaube, der ist hinter uns. Oh, hier sind Kugeln. Und hier ist ein Speer. Da unten ist er. Fuck, 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 fuck. Aber wieso? Ach, der löst die Mine gar nicht aus. Ich dachte, der würde sie auslösen. Was haben wir denn hier? Sieht aus, als könnte man es benutzen. Da ist auf jeden Fall ein Schalter. Der Typ macht mir da unten ein wenig Sorgen, bin ich ganz ehrlich. Aber anscheinend dreht er sich nicht um. Wir können ihn aber nicht ausschalten, weil wenn wir ihn ausschalten, stehen wir auf und lösen die Mine aus. Oder die Bombe. Ich werde mal den Schalter hier betätigen und mal schauen, was passiert. Aha. Das hat natürlich kein Aufsehen erregt. Bis jetzt. Ich würde ihn gerne erledigen, aber... Auf jeden Fall haben wir irgendwas eingeschaltet. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Was, was, was? Oh! Alter, wie sind die denn drauf? Alter, Zombies mit... Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Alter, das sind mal voll geile Zombies. Solches, was haben wir ja noch nie gesehen. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Jetzt habe ich den anderen aber auch geweckt. Wahrscheinlich habe ich den anderen jetzt auch geweckt. Der jetzt unten stand, weil er den Schuss gehört hat. Oh. Kann ich das aufsammeln hier? Na toll. Die ganzen... kleinen Moment. Ja, das war ja mal sehr intelligent von mir. Sehr intelligent, Reflex. Sehr... Uah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Boah, der Fette, der ist aber auch eklig.
Oh, guck mal, wer da kommt. Unser Freund. Wo will er hin? Wo will er denn hin? Oh oh. Oh oh. Da kommen wir hier durch die Tür. So. Alter, ist das gerade spannend. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gerade sagen soll. Es ist gerade total aufregend, hier mit Joseph so ein bisschen hier aufzuräumen. Uah, wo kommst du denn her? Und da geht er hin. Alter. Gerne Seite. Ich, Na komm her, komm zu Papa, komm zu Papa, komm, ich bin hier, komm her. Ach scheiße, der sieht uns nicht. Was mit ihm hier? Uah. Verarschen oder was? Aua. Munition alle? Das wird langsam hart. Uah, ja, ich komme ja schon. Wieso kann ich nicht heilen? Ah, jetzt? Nee. Hä? Ich konnte ihn nicht heilen. Wow. Warum auch immer. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Fuck. So, jetzt aber. Jetzt heilen wir ihn mal ganz schnell. Du musst doch mal stehen bleiben, Junge. Boah, Junge, du musst doch mal stehen bleiben. Mein Gott, ist das ein Stress gerade hier. Das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, das hört irgendwann auf, aber anscheinend... So, jetzt haben wir ihn voll aufgeladen. Werden ihn noch erledigen hier? Komm, 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 komm. Ganz langsam. Ganz langsam. Au, 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 au. Ja. Lauf, 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 lauf. Oh, Alter. Wollte ich gar nicht. Ich verdrück mich hier die ganze Zeit irgendwie. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Entschuldigung. Ich brauche eine Pause. Hier, spannend, machen wir in einer weiteren Folge weiter. Dann geht's weiter hier bei The Evil Within. Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin unter Stress, unter Druck ist gerade hier. Ey, das gibt's gar nicht. Ich habe kaum noch Munition, Alter. Ja, bis demnächst. Macht's gut. Bis morgen.